Hey Leute, willkommen zurück zu Nioh. Wir machen noch eine Nebenmission. Ja. Und danach geht's weiter zur Last der Welt. Das hört sich schon ein bisschen endgültig an, oder? Ich weiß ja nicht. Nicht, dass wir dann schon durch sind. Die sieben guten Nachrichten. Ich habe einen wundervollen Brief erhalten, Sir Anjin. Er kam von einer Person, die auf einer Reise in Futumata von Yokai angegriffen wurde. Sie ist mit dem Leben davon gekommen, wurde jedoch von ihren Begleitern getrennt. Anscheinend waren sie ursprünglich zu sechst. Könntest du nach den verschwundenen Begleitern suchen? Aber da klar mache ich das Fuku. Meine liebe Fuku. In der Stadt Futumata in der Provinz Totomi vereinen sich die Flüsse Tenryu und Futamata. Da so die Nähe zur Handelsroute machen die Stadt zu einem unschätzbar wertvollen Ort für die Armee der Tokugawa. Obwohl die mächtige Familie der Takeda das Gebiet einst für sich beanspruchte, konnte Ieyasu es erfolgreich zurückerobern. Futamata ist auch bekannt als Todesort von Ieyasus ältestem Sohn Nobuyasu. Ja, der ist ja... Der hat die ja alle ein bisschen getötet, ne? Der Fürst. Dieses Schwein. Oh, guck mal, ich muss jetzt echt mal die Punkte verteilen. Das machen wir jetzt schnell. Ich habe hierfür noch gar nichts, ne? Der Nahkampf schon gegen... Okay. Ein Rundtritt. Ja, komm, können wir mal machen. Machen wir das auch noch. Oh. Oh, sind wir auch noch. Eieiei. Wenn du einen Angriff deines Gegners abgewehrt hast, bewegst du dich hinter diesen und verfügst einen Hieb. Okay, nicht schlecht. Aber ich will nicht so viel in das Doppelkatana stecken, das nutze ich wahrscheinlich jetzt nicht lange. Oh, steigert den Schaden von Todesstößen. Schneller Angriff nach dem erfolgreichen Keypuls. Es ist alles so cool eigentlich, dass ich das jetzt noch... Ah. Bam. Warte. Okay, das ist auch schön. Fähigkeit der Tiefen- oder Mittelhaltung. Nee. Oh, das ist eigentlich ganz gut. Ah, nein. Nein. 2 und 3 kostet das. Oh. Bei maximalem Leben steigt der Nahkampfschaden. Was? Ja. Ich weiß nicht, was ich da jetzt hatte, aber... Nehmen wir das lieber, oder? Bei maximalem Leben Nahkampfschaden. Lieblingsbrühe. Ich glaube, ich nehme diese Passivfertigkeiten. Oha, erhöht die Anzahl der... Na gut, Lundenschlussschaden. Kanonenkugeln. Erhöht die Laufgeschwindigkeit. Oh. Das ist eigentlich alles ganz geil hier, aber ich kann es mir nicht leisten. Anzahl der Elixiere. Aha. Sehr gut. Das ist schon ganz geil, aber ich weiß nicht. Ich kann halt nicht sehr viel... Ach komm, scheiß auf die Faultier-Talisman. Ich nehme lieber mal Abwehr, oder? Erdabwehr. Wirkdauer von heiligem Wasser. Gesundheitszuwachs durch Elixiere. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Was? Talisman der Faust, Junge. Ich glaube, ich nehme das einfach mal. Naja, ist ja auch egal. Haben wir halt mehr Glück. Der Rest ist nicht so wichtig, glaube ich. Oh, vielleicht Goldmenge. Vielleicht auch Einsatzdauer belebter Waffen. Und die Onmyo-Magie-Kapazität. Scheiß. Scheiß. Egal. Ist egal. Hauptsache, wir haben jetzt irgendwas geskillt. Ist ja auch mal in der Zeit gewesen. Ich glaube, sich zu spezialisieren macht hier ganz viel Sinn, weil irgendwann gibt es halt nichts mehr. Achso, warte mal. Ich wollte noch Geschicklichkeit, ne? Eigentlich bräuchte ich aber auch noch Kampf oder Kraft.
Stärke meine ich. Nee, komm. Nehmen wir das erstmal. Wie gesagt, ich brauche das für das Dojo-Training. Das möchte ich ja gerne noch absolvieren. Es geht noch, bevor das Spiel zu Ende ist. Oh, nicht schon wieder so eine kleine Kackbratze, Mann. Oh, ich habe noch Pfeile. Zwei. Hey, Kleiner. Aha. Ja. Ist Flitsche. Oh, ich habe einen Pfeil zurückgekriegt, das ist ja schön. Aha. Ich gehe erstmal hier hinten schauen, da geht es nicht mehr so viel weiter. Oh, Ninja! Mit dir nicht richtig. Der rumschreit. Hurra! Hat er echt Hurra gesagt. Hurra! Okay, hier ist gar nichts mehr. Hätte mir aber auch klar sein können, oder? Ich hasse es, wenn das passiert mit der Waffe die ganze Zeit. Übrigens. Ich hasse es. Nun gut. Gehen wir nochmal außen rum, da ist bestimmt noch was. Wäre auch ein bisschen öde, wenn die hier überall dieselben Gegner platziert hätten. Haben sie aber nicht. Oh, da oben ist ein Kodama. Ein kleiner Kodama. Hallo. Hallo. Ich komm gleich. Oh, Kacke. Oh, nicht so eine. Miststück. Miststück. Das ja. Ja. Ich habe wieder so einen Spielmann hier oben. Noch nur ein Spielmann. Wo ist er? Oh, der hat er da. Naja. War's schon cool, ne? Ach nee, komm. Au, du Schweinewehr. Hey. Will das nicht auf Feuer. Warum denkst du wohl, habe ich eine Wasserwaffe dabei, hä? Stimmt nicht, dass immer wieder Feuer drauf klatscht. Oh, der Kodama. Hallo. Na? Was ist denn jetzt hier? Da ist doch ein... Da ist doch was Violettes. War das der Kodama? Arme Frau. Die Leute hier, die haben echt ein schweres Leben, glaube ich. Wenn man sich nicht selbst so verteidigen kann wie William, dann ist das hier echt kacke alles. Oh, ein Schirmchen. Dafür brauche ich definitiv eine schnelle Waffe. Oh, kacke. Naja. Die waren auch mal
furchteinflößender, finde ich. Ein bisschen. Definitiv. Wettstein. Ja. So nicht, Freunde. Ja. Ich zeig dir den Weg nach Hause. Oh! Da sitzt einfach mal wieder so ein Augenkind. Ja, so ein Augenkind, ne? Hast du gut. Guten Namen für ausgesucht. Das Augenkind. Kinder mit Augen sind voll gruselig. Nein. Das Vieh ist gruselig. Ich find's sehr gruselig, diesen kleinen Zyklopen. Oh, die Todeslilien, die kennen wir doch. Ich dachte, das war mal, hä? Jetzt sind die doch wieder da. Ach, da steht schon einer auf dem Dach. Wunderbar. Hallo? Wenn er da? Nee? Alles gut? Warte mal. Es wird auch mal Zeit, dass ich vielleicht wieder die Waffe wechsle. Oh, kaum Vertrautheit. Was ist da denn los? 83! Ja, wollte mich sagen, ich habe bestimmt schon gut Muni dafür angehäuft. Das geht. Oh! Oh. Kack! Vieh! Immer irgendwo stehen und Scheiße werfen auf mich. Oh, Tengu. Ich hab gehört, du magst meine Spezialbehandlung. Ey. Du bist doch eine Sau. Tengus verabscheue. Da oben ist wieder ein... Da oben ist Kodama. Die mag ich. Die verabscheue ich nicht. Ja, ich hol die schnell. Okay. Oh nein. Warum habe ich es gewusst, dass da oben... Oh Gott, dass der wieder schmeißt. Das Geschmeiß. Au. Ich hab doch abgewehrt, dachte ich eigentlich, aber habe ich wohl nicht. Naja, man kann schlecht abwehren, wenn man zuschlägt die ganze Zeit, ne? Ja, ja. Oh Gott. Ich will mal kurz den Bomben... War das gerade wieder ein Feuerrad mit Blau? War das ein blaues Feuerrad oder habe ich mich gerade verguckt, so aus den Augenwinkeln? Oh. Nein, das war eine Kugel. Na dann. Noch besser. Hallo. Songmann. Ach komm. Oh, hast du keine Ausdauer mehr gehabt? Ich mag das mit dem Yin-Yang übrigens, dass die dann diesen Debuff haben. Das ist super gut. Ist nur manchmal ein bisschen schwer, das auf die Feinde anzubringen, weil das dann etwas dauert. Oh nein. Ach, hör doch mal auf. Autsch. So. Na? Der Kleine. Der freut sich immer. Ich freue mich auch. Da war doch noch was Violettes eben. Auf der anderen Seite hier. Ja. Ist das mein Schatzgespür vielleicht? Ah, da sind wieder diese ganzen Blobs im Wasser. Warte mal, das mache ich jetzt anders.
So, ich gehe hier lang. Ja, ja. Oh, Onmyo-Magier. Interesting. Oh Gott! Das ist neu. Dumme Arschmade. Unglaublich. Guck mal, da ist noch einer! Da ist noch einer! Ihr seid doch so kacke, Mann. Deswegen bin ich da nicht gleich runtergesprungen. Ich dachte bestimmt, dass was Schlimmes passiert. Oh, und der Blobbo ist immer noch nicht futsch. Manchmal scheint es irgendwie nicht wirklich zu funktionieren mit dem Keypuls, habe ich so den Eindruck. Ach nee, doch, das ist Kodama-Gespür. Hab ich Kodama-Gespür? Okay, hallo? Ach, der ist weg. Okay. Okay. So, jetzt kann ich mir nämlich ganz in Ruhe das hier holen, ohne dass mich da... Ach nee, da muss ich gar nicht für runterspringen. War eigentlich der Meinung, ich müsste hierfür runterspringen, aber... Nein. Schwein da oben. Guck dir an, wie er da rumsteht mit seiner langen Zunge. Ekelhaft. Bling, bling, bling. Oh, die Kleinen. Ich mag sie. Hallo? Hey. Das war übrigens schon ganz okay, dass er mir das runterschlägt. Ja, ich weiß, dass man durch Schaden die Beherrschung hier verliert. Ach, ist das so? Oh, shit. Ah! Bist du des Wahnsinns? Ja. Ja. Hey. Ah, jetzt hör mal auf. Bleib auch ungern irgendwo hängen, aber ich find's trotzdem nicht cool, dass er mich in der Höhle hier zu zweit beharrt. Wollte schon sagen, war schon lange kein Igel mehr, oder? Eine Mimik. Ah, da ist er wieder. Juhu! Tja. Kutsa! Autsch! Penner. Ein Stein da oben. Gut. So. Ups, da war noch ein Kodama. Ich will den Kodama. Es wäre schön, wenn man mal als Nebenmission hätte, dass man einfach nur den Kodama oder alle Kodama finden muss. Oder ist es hier gerade? Nee. Was war überhaupt die Jobbeschreibung? Ich weiß es gar nicht. Oh. Au. Ich sag ja, die Viecher, die sind immer noch ziemlich gefährlich, wenn man nicht aufpasst. Also wenn man sieht, was die an Schaden verursachen. Andererseits kann man die auch einfach wegmetzeln. Bam. Nein! Oh, das hat sich aber gut angehört, das Ding, das Geräusch. Naja. So toll ist das nicht, von wegen 20.000 Amrita, wie man mir einmal erzählt hat am Anfang. Für mich sind das keine 20.000. Das ist immer nur so ein blödes Geisteisenfragment oder Steine.
Das ist ja nicht schlimm. Danke trotzdem. Oh. Bitte. Ja. Soll ich speichern? Ich gehe speichern. Muss ich mich halt nochmal mit den Ninja rumschlagen, aber ist cool. From. Wie, keine Elixiere aufgefüllt? Ich habe immer so wenig Elixiere hier. Das ist unglaublich. Hier, du versteckst dich hier, ne? Wow. Die aber auch immer so blutbefleckt sind. Ich finde das ganz cool irgendwie. Also nicht, dass man die so rumschnetzelt, sondern dass man das eben wirklich optisch sieht, dass man denen Leid zugefügt hat. So. Wenn ich ein bisschen Glück habe, erwische ich noch einen. Wahrscheinlich aber eher nicht. Finde ich uncool. Genau. Hör doch mal auf jetzt. Schweinebär. Komm jetzt. Boah, du bist so ein Kackvieh. Komm jetzt, du scheiß Tengu. Das Mistvieh. Geschieht dir ganz recht. Aber sowas von. Oh, sag bloß, ist es wirklich dann. Ist es wirklich damit zu Ende, wenn ich dann den letzten Kodama hole? Ist ja lustig. Ey. Oh, du bist doch so eine. Ist Page. So nicht. Du wolltest schon wieder Blitz drauf schmieren, ne? Ich hab's genau gesehen. Okay. Es ist wohl wirklich so, dass das das Missionsziel ist, einfach alle Kodama zu finden. Und ich sag's noch. Och, wie niedlich. Ja. Ja, das war's. Ach, wie schön. Ich finde das schön. Alle Kodama gerettet. Ach, herrlich. So muss das. Ach ja. Dann geht's wohl wirklich langsam nicht dem Ende entgegen. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir jetzt hier schon wieder reisen können, beziehungsweise wenn wir jetzt eine Mission haben, die wirklich dann Level 0 hat, das erscheint mir alles so ein bisschen. Ululu, anscheinend hast du all die liebenswürdigen Begleiter wohlbehalten wiedergefunden. Ein Dankesbrief ist für dich eingetroffen. Oder für dich ist eingetroffen. Und das, nun, ich vermute, das soll ein Zeichen der Dankbarkeit sein. Hier, Anjin. Sir Anjin, es ist nur recht, wenn du es nimmst. Warte mal, was habe ich denn da bekommen? Erstmal nutzen wir die ganzen Locken. Hoppala. Haben wir noch? Okudama. Huh. Ist das etwa was zum Anziehen? Kodama-Gefäß. Oh, ich kann das anziehen. Glück, Amrita-Bilanz, Kodama-Gespür. Och, ist das niedlich.
Oh, guck mal! Oh, wie geil. Ich hab das Ding. Ich hab das Teil jetzt an. Oh, ist das schön. Tschüss. Ist das süß, wollte ich sagen. Tschüss. 41, das nehmen wir mal. Ja, ist auch ein bisschen leichter. Oh, sieht das böse aus. Wo muss ich dann keine Stärke skillen? Oder? 105? Nee. Leben. Durchbruchschutz, Giftschutz, Verteidigung. Ich finde, diese Kleidung sieht so scheiße aus, ne? Wir lassen das hier mal. Das hat mehr Poise. Unübertroffener Krieger. Den habe ich ja mit Absicht gewählt, dass ich mehr Nahkampfschaden habe. Also die vier Rüstungsteile. Oh, das ist eigentlich auch nicht schlecht. 49 Poise hat das Ding? Das hat aber 92, ne? Das ist halt wieder... Ah. Das hier ist halt so mittelschwere Rüstung, die ich gerade habe. Ist aber auch okay, wenn ich die anlasse, glaube ich. Mir passt das zumindest. So. Ich sage, gehen wir mal an den Schrein. Und opfern mal ein paar Sachen. Weil ja, da kriege ich halt einfach mehr Pots wieder. Ja, ich weiß übrigens, mit R2 kann man alles markieren. Oh, ein Elixier. Das ist ja der Wahnsinn. Einer Geiststein. Also mit R2 kann man alles markieren, was nicht durch das Schloss gesichert ist. Aber das mache ich ja selten, weil... Ich mache ja immer einen Teil so, dass ich den entzaubere bzw. zerlege und einen anderen Teil, den verkaufe ich dann. Wobei ich mittlerweile eigentlich auch nichts mehr zerlegen muss, das ist... Ja. 78, oh warte mal. Irasshai! Oh Gott. So. Dafür nehmen wir mal die 83er. Was, 74.000? Ach du Scheiße. Das ist aber ganz schön viel Geld, weißt du, Mädchen? Das ist echt ganz schön viel Geld. Für 5 Verteidigungen mehr? Nö. Nö, nö. Da pfeife ich auf die paar Rüstung. Matadoso. Lass auch mal gut sein, Leute. Ich würde sagen, der Part reicht von der Länge. Nächstes Mal gehen wir die Last der Welt an. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns wieder zu Neo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.